Sehr cool. Hammer. Ja. Hey Leute, es ist wieder 10 Freiheitsfreitag und ich stehe hier wieder mit Lee Saxby. Und Lee Saxby zeigt mir gerade ein Buch, was ich hochspannend fand. Es geht darum, Janet Travell, ob ihr sie kennt oder nicht, das war die Triggerpoint-Therapeutin von John F. Kennedy. Was die meisten nicht wissen, John F. Kennedy hatte auch einen Bewegungstrainer, sein Name war Hans Kraus und der hat auch ein Buch geschrieben. Und in seinem Buch hatte er eine ganz wichtige Feststellung, see the other page, wo es nämlich um Schuhe geht. Was ist die beste Form der Schuhe, mit oder ohne Zehenfreiheit? Hochspannendes Buch, ich war ziemlich überrascht über die Geschichte. Ich freue mich riesig darüber natürlich, sogar John F. Kennedy wusste, Zehenfreiheit ist das Beste. Wir sehen uns wieder nächsten Freitag. Bis dahin, schönes Wochenende. Ciao.